Deshalb Berlin, Freunde, einer singt, andere tanzen. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Jetzt sehen wir ganz kurz hier am Alexanderplatz gerade stehen geblieben, wie die Polizei dem armen jungen Mann hier auf den Sack geht. Habe ich auch noch nie gesehen gehabt. Aber gut, machen wir mal ein Video daraus auf dem zweiten Kanal, würde ich sagen. Und ja, keine Ahnung. Was geht ab, Homie? Was läuft? Alles gut. Und ja, was soll ich sagen? Ja, sehr viel Polizei eigentlich für so einen jungen Mann, der eigentlich gar nichts zu tun hat. Darf hier so ein bisschen Aufstand. Ich weiß ja nicht, was er verbrochen hat. Wir wollen ja nicht alles irgendwie abstempeln. Aber da ist ein junger Mann, der angetrunken scheint. Und die Polizei geht auf den Sack jetzt gerade, ja. Anstatt jetzt irgendwie mal ein paar Kennex zu jagen, ja, ansonsten. Die wirklich kriminell sind, meine ich, ja. Nicht jetzt Kennex, weil sie Kennex sind. Aber du weißt, was ich meine. Ja, bin froh, wieder in Berlin zu sein. Frankfurt war geil. Aber ich würde ehrlich sagen, Berlin ist auch nicht anders, wie ihr gerade seht. Ja. Und wir sehen jetzt gerade hier eine Maßnahme, was auch immer da los ist. Die Leute werden gejagt oder genervt oder weiß ich, was da wieder los ist bei den Kollegen. Also, ja. Ein, zwei Streifenwagen. Und I don't know, was da läuft. Wahrscheinlich wurde er rausgezogen und hat er randaliert oder so. Kann ja sein, dass er da randaliert hat. Und ja, der wurde jetzt rausgezogen. Ja. Kick mal hier, der Typ mit Barfuß läuft, bester Mann, Digga. Übrigens, Berlin Alexanderplatz, wenn ich es schon noch nicht erwähnt habe, ziemlich voll, auch am Wochenende, ich meine in der Woche. Ja. Was haben wir heute? Mittwoch? Mittwoch ballert auf jeden Fall. Sieht ja, die ganzen Shops sind ja auch an sich sehr voll. Es ist auf jeden Fall was los. Ja, ja, meiner Meinung nach, jetzt gehen die jetzt den jungen Mann auf den Sack, obwohl er nichts gemacht hat. So. Nichts gemacht ist immer so relativ. Man muss halt immer aufpassen mit der Aussage. Vielleicht hat er randaliert drin, wer weiß. Vielleicht hat da jemand ein bisschen mehr mitbekommen. Vielleicht hat er randaliert, wurde rausgezogen. Und ja, Altersarmut ist auf jeden Fall echt. Flaschen? Flaschen. Ich meine, sammelst du Flaschen? Du sammelst Flaschen, ja? Ah, okay. Verstehe. Mach's gut, ja? Was soll er machen, sagt er. Altersarmut ist real, Digga. Berlin ist schon, ja. Guck mal, jetzt gehen die den jungen Mann da auf den Keks. Polizei hat ihn auf den Stuhl gesetzt. Vielleicht fragen wir mal hier ein paar Passanten, die hier sind. Ja. Auch ihr seid Gaffer und filmt, oder was? Ja. Aber hast du anything? Hast du irgendwas gesehen? Wo? Hier? Nein. Achso, ich dachte, du filmst gerade. Ja. Jungs, Jungs, sorry. Hallo. Sammelst du auch Flaschen? Ja, alles klar. Ich glaube, wir wollen nicht in der Kamera sein. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? So, guck mal hier. Richtig Hightech. An den Ecken. Jetzt stehen da um die vier Polizisten um ihn herum. Er sitzt auf dem Stuhl selber. Und die haben so Handschuhe an, Schlagstöcker. Alles sowas. Die Frage ist natürlich, was er vorher gemacht hat. Vielleicht hat er schon, wie gesagt, ich wiederhole mich zwar nur, aber vielleicht ist er vorher mal ausgeflippt im Footlocker, da haben die ihn rausgezogen, wer weiß. Deswegen wollen wir nicht voreilig irgendwie was sagen. Egal. Ich habe jetzt noch ein bisschen Stress gerochen und dachte mir mal ein Video. Was geht ab? Hast du was gesehen? Was war da? Der Mann, der gerade am Stuhl sitzt. Hat Stress gemacht? Ja, mit diesem Mann, der da hinten auch am Stuhl sitzt. Aha. Die haben sich irgendwas mit Frauen gestritten. Mit Frauen? Ja. Immer Frauen, immer dasselbe, wa? Ja. Immer die scheiß Frauen, sozusagen. Und dann ist der Mann im weißen T-Shirt rausgekommen. Hat ihn totgehauen, oder? Ne, weil der Mann im Stuhl lange Zeit runtergeschmissen hat. Aha. Da ist ja irgendwas kaputt gegangen, da haben sie sich auch beide gestritten, dann hat der die Polizei gerufen. Ich glaube, besoffen werden. Echt, ja? Der deutsche Polizist? Der deutsche Mann? Okay, okay. Aber er hat nicht Stress gemacht, der besoffen jetzt ist. Doch, der Besonkel hat echt. Ach, der hat Stress gemacht, ne? Ja, ja. Okay, okay. Aber warum sind jetzt vier Polizisten da? Auf einen? Also, weil er Stress gemacht hat. Ja. Alles klar, ich hab's verstanden, ja. Okay. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt seht ihr natürlich auch die Polizei. Und ja, was meinst du? Kriegt der Anzeige oder was passiert da jetzt? Nee, der Anzeige machen will. Achso, ob er, der auf dem Stuhl ist, Anzeige machen will? Ja. Ah, wo ist der andere, der aggressiv war? Das ist der hier. Ach, das ist derselbe? Ja. Der ihm wollen jetzt fragen, ob er Anzeige machen will, obwohl er ihn gehauen hat? Nein, die haben ihn gefragt, ob er Anzeige. Achso, der andere? Ja. Okay, okay. Geschichten aus dem Palaner Garten. Ja. Wie geht's sonst so? Alles klar? Ja.
Also du hast alles gesehen? Du sagst selber da? Wieso hast du ihm keinen Ellbogen gegeben? Hast keinen Bock, aber. Genau. Okay, alles Gute, Bruder. Danke dir für die Information. Das war echt sehr, sehr gut. Aber ich kenne dich doch auch immer her. TikTok, Bruder. Wie heißt du nochmal? Der echte J6. Okay. Es gibt nur einen J6, Bruder. Was machen die jetzt mit ihm? Kaffee trinken oder? Aber warum untersuchen die ihn da? Er hat doch kein Messer, kein gar nichts. Er ist doch Deutsch, Mann. Der ist ganz besoffen. Achso, der ist dicht, ja? Ja, und guck mal, da ist noch ein. Also hat er angefangen? Ja. Ja? Alles klar. Alles klar. Läuft. Also hat er angefangen, ja? Ja, okay. Jemand hat gerade Hallo gesagt von der Seite. Ja. Und ja, der andere war neidisch, der andere war freundlich. Es gibt sehr viele neidische Blicke, sagst du ehrlich, ja? Viele Leute, die vielleicht nicht so sind wie du, so herzlich offen, wa? Warum sind die Menschen so? Ja. Hayat, Digga. Okay, mach's gut, ja? Wir ziehen ihn runter. Was machen die jetzt mit ihm? Meinst du, die Frau gibt ihm einen Lapdance? Ja? Die Polizistin? Ja. Mach's gut, Bruder. Mach Spaß, ne? Unterhaltung. Ja, du kennst mich ja. Okay, was machen die jetzt? Gehen jetzt ein Passanten auf den Sack, nur weil der so ein bisschen lauter war, oder was? Okay. Vielleicht passiert da noch ein bisschen Action, aber ich glaube ja nicht. Ja, höchstens nehmen sie vielleicht seine Personal, also das war's. Aber der, ich hatte ja nichts gemacht, vielleicht zur Ausnüchterungszelle. Ja, Digga, ihr kennt ja das Prinzip, immer auf die eigenen Leute. Ja, Bruder. Auf die Schwächeren ist immer am besten. Ja, was soll ich sagen? Wo sind wir gerade? Footlocker? Zwischen Footlocker, wo war das schon? Zwischen Footlocker, Five Guys, Starbucks und wie heißt der Laden hier? Pinocchio, Pizza, Pasta, Gelato, Pizza, Pasta, Eis und ja, Stress-Vibes. Berlin, Stress-Vibes, immer wieder, ja, was soll ich sagen? Zwischen Touristen und einem besoffenen Typen, der gerade die Polizei anschreit. Vielleicht nehmen die ihn gleich nochmal richtig heftig fest. Die bitten jetzt gerade, was haben die? Personal haben sie alle schon mitgenommen. Und jetzt schreit er so ein bisschen rum, wird ein bisschen lautstark. Und ja, I don't know. Wir filmen das vor sich halber. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, was die Polizisten nicht machen dürfen. Und was soll ich sagen, Alter? Das ist ja das Ding so, wa? Das ist das Ding so. Meinst du, die gehen den armen Typen einfach umsonst auf den Sack, ja, wa? Immer den normalen Passanten gehen die auf den Sack, oder? Ich weiß ja nicht, was er hier macht. Also. Ja gut, die haben ihn rausgezogen. Der hat da ein bisschen Stress gehabt mit dem anderen da. Nee, hier vorne so. Also oh. Der Laden. Ach, der war bei dem Kaffee drin. Ja, ja, die haben sich ein bisschen... Ich dachte, der war auch in dem Markenladen drin. Nee, der war hier im Kaffee drin. Ach, und so. Dann haben sie sich gezopft vorne. Ach, ja. Mit jemandem. Und dann haben sie aber ihn rausgezogen. Ja. Was sagst du dazu? Anscheinend hat er aber auch Stress gemacht. Deswegen möchte ich ihn ja nicht in Schutz nehmen. Vielleicht hat er wirklich Scheiße gebaut, wer weiß. Ja. Sonst würden die ja auch nicht kommen. Ja, ja gut, aber hier gibt es ja genug Gangster, die man jagen könnte. Ne? Richtig. Ne? Also, ich glaube, den jetzt nochmal weiterhin auf den Sack zu gehen, ist schon scheiße. Nimmst du Personal auf Anzeige und tschüss, oder? Was denn mit den ganzen Drogendealer, die hier rumrennen? Stimmt. Da gibt der liebe Herr mir auch recht, übrigens. Ja. Jetzt schreit er rum. Freunde, das ist Berlin City, Alter. Der Typ mit einer Musikbox. Sturstracks vorbeigelaufen. Ja, I don't know, guys. Ist ja sowieso mein Zweitkanal. Und ich dachte mir, was geht hier ab? Schaut sich an. Berlin, Alexanderplatz-Vibes. Kaum zurück aus Frankfurt, dann wieder so eine Scheiße. Ja. Wie gesagt, Berlin ist ja auch nicht besser unbedingt, aber... Ah, der wird jetzt ein bisschen lauter. Jetzt wird er gebeten aufzustehen, mitzukommen. Die Wochen auf ein Auto, wo er reinkommt. Ausrichterungszelle, oder? Nee, so ein Auto, wo die Zellen drin sind. Die haben extra Autos, wo... Ja. Den nehme ich nicht mit, okay. Da kommt extra ein Auto, wo eine Zellen drin sind, da kommt extra Polizist. Ach, verstehe, alles klar. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, also das gut. Ist so wie ein Knastauto. Ja, also... Ich will den so mitnehmen, aber ich denke mir da... Freunde, wir brauchen kein Kino, wir sind hier in Berlin. Digga, ey, sag mal, das ist ja hier wie im Kino, oder?
Naja, Post gibt Fernsehen, wirklich. Post ist echt kein Fernsehen bei dir. Nee, vor allem, das ist so. Die schreit aus dem Nichts. Schau mal. Ja, ja. Die hat angefangen, aus dem Nichts rumzuschreien. Jetzt, wo ist die denn? Die ist weg. Die ist weg. Nee, hier, Post, hier hast du Fernsehen genug. Ja. Ja. Aus, das ist echt Berlin, ey, Berlin. Ja, wir haben nach Berlin nur, weil ich mal ein bisschen was erlebe. Ach, du kommst selber her, damit du ein bisschen was siehst. Genau, okay, weil krass. Die andere Stadt ist zu ruhig. Wo bist du denn? Wo kommst du her? Sachsen-Anhalt, geil. Wittenberg. Okay, gut, geht ja noch. Das ist zu ruhig. Das heißt, du gibst dir extra die Fahrt und ist ja nicht so weit, ist ja nicht so weit. Eine Stunde. Und damit du hier das ganze Elend hier mitbekommst. Ein bisschen ja. Du bist der Geilste, Digga. Darfst du was sagen? Ja, natürlich, sag. Ich bin auch dabei. Ja, du bist auch dabei, ja? Ja, alles gut. Ja, ja, ist der Hammer. Ja gut, es gibt ja wirklich Leute, die Bock haben auf ein bisschen Action und dann aber zu Hause gerne woanders sind. Ja, du bist ja gerne da, wo du bist, oder? Wie bitte? Du bist ja gerne da, wo du bist, also von zu Hause her. Die Wohnecke ist schön. Schön, ja. Aber du musst auch mal ein bisschen was anderes sehen. Nee, ist ja richtig. Geil, geil, geil. Finde ich cool, finde ich cool. Weil es geht ja ein siehst du ja, was manchmal abgeht. Nee, da bist du in Berlin völlig richtig. Nee, da brauchst du kein Frankfurt, kein Stuttgart. Nee, ich kann auch mal nach Leipzig fahren. Da ist auch Action. Echt, ja? Aber nicht irgendwie in Berlin, mein Lieber. Nee, nicht Berlin, wie in Berlin. Berlin ist noch anders. Hier hast du echt jede Ecke. Das ist ja nur der Alex hier, der eine. Es gibt viel mehr noch. Ja, weißt du, man muss ich dem Kollegen nicht erzählen. Er hat ein paar Jahre mehr auf dem Buckel wie ich. Ja, krass. Das war's jetzt mit ihm, oder was? Ja. Ja, das ist erledigt wahrscheinlich. Alles klar. Freunde, was soll ich sagen? Das war's mit dem Video dann, wa? Der Typ raucht erstmal. Was soll er dann auch machen? So, ja, Berlin ist halt Berlin, Freunde. Das war's. Die nehmen jetzt nochmal seine ganzen Taschen auseinander. Gucken wahrscheinlich nach Personal, den haben die schon lange. Und, I don't know, Bro. Ansonsten kann ich euch ein bisschen rumführen, was geht hier ab so. Stani-Vibes. Der Typ trinkt erstmal nach dem Fitness, oder? Mehr Polizei, mehr Streifenwagen. Vielleicht kann man ja mal vorsichtig mal rumgehen. Vielleicht waren wir schon vorher hier. Verzeihung, vorsichtig mal gefragt, wart ihr denn hier, als das passiert ist, oder? Nee. Echt? Ich kann es euch für mich selbst. Okay, also habt ihr nichts mitbekommen, weil später erst hier. Ja. Alles klar. Ah, okay. Ich wollte nur mal ganz gerne die Aussagen matchen. Vielleicht war ja doch was anderes gewesen, als andere Leute erzählen. Was erzählen andere Leute? Ich weiß nicht, ist rausgerannt, hat Schuhe geklaut, hat eine Frau runtergehauen. Dann hat der, keine Ahnung, nein, Spaß beiseite. Ja. Keine Ahnung, er hat einfach mit jemandem Streit gehabt, ist dann wieder weggegangen. Da hat der andere ihn angezeigt. Alles Gute, ciao. Hey, was geht ab? Ja, genau. Wie geht's? Alles klar? Gut. Wie läuft's bei euch? Alles gut? Ja. Ja, natürlich, ja. Deshalb Berlin, Freunde. Einer singt, andere tanzen. Also, der wartet, bis er dran ist. Da ein paar Mädels, da ein paar Touristen, die sich die Uhr angucken. Freunde, was soll ich dazu sagen? Das ist Berlin. Das ist ein Tourist, der ein Foto macht. Und ja, das war's. Also hier ist ständig was los, auch am Alexanderplatz. Stress, Kunst, Tourismus, was ihr wollt. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende dieses Videos. Nochmal ganz kurz, weil ich unterbrochen worden bin, weil die Leute wollen Fotos machen mit mir. Ja, das war's mit dem Video, Freunde. Danke fürs Zugucken. Abonnieren, aktivieren, kommentieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. See you in the next, auf dem Zeitkanal, ja. Danke fürs Zugucken. Ganz, ganz wichtig, folgt mir auf Instagram, alles in der Infobox verlinkt. Instagram, TikTok, Hauptkanal. Dann seht ihr, was ich da so mache. Ja? Bin sehr, sehr gut unterwegs. Und da hinten ist schon wieder jemand was. Diesmal, der sich totgesoffen hat wahrscheinlich. Ja? Ja, das war's mit dem Video, Freunde. Wir sind draußen. Peace.